Hare Krishna, ich werde nun den Narasimha Kavacha rezitieren, der zuvor von Prahlad Maharaj gesprochen wurde. Dies ist eine äußerst spirituelle Tätigkeit. Durch ihn werden sämtliche Hindernisse überwunden und er spendet jeglichen Schutz. Er gewährt einem jeden Reichtum und erhebt einen auf die himmlischen Planeten oder bewirkt Befreiung. Es wird über Sri Narasimha meditiert, den Herrn des Universums, der auf einem goldenen Thron sitzt. Sein Mund ist weit geöffnet, er besitzt drei Augen und er ist strahlend wie der Herbstmond. Er wird von Lakshmi Devi umarmt, die zu seiner Linken sitzt, und seine Gestalt ist der Hort allen Reichtums, sowohl von materieller als auch von spiritueller Natur. Der Herr besitzt vier Arme und seine Gliedmaßen sind sehr geschmeidig. Er ist mit goldenen Ohrringen geschmückt. Seine Brust ist glänzend wie die Lotusblume und seine Arme sind wie mit Juwelen besetzten Ornamenten geschmückt. Er ist in ein makelloses, gelbes Gewand gekleidet, das geschmolzenem Golde vollkommen gleicht. Jenseits der weltlichen Sphäre ist er die ursprüngliche Ursache für die Existenz der großen Halbgötter, die von Indra angeführt werden. Seine Erscheinung wird von Rubinen mit flammendem Schein geschmückt. Seine beiden Füße sind sehr anziehend und er ist mit verschiedenen Waffen wie Muschelhorn und Diskus ausgestattet. Garuda erweist ihm in großer Verehrung seine freudvollen Gebete. Während man Sri Narasimha Dev auf dem Lotus des eigenen Herzens hat Platz nehmen lassen, rezitiert man den folgenden Mantra. Möge Sri Narasimha, der alle Planetensysteme beschützt, mein Haupt beschützen. Obwohl der Herr alldurchdringend ist, hat er sich in einer Säule verborgen. Möge er mein Reden und die Resultate meiner Handlungen beschützen. Möge Sri Narasimha, dessen Augen die Sonne und das Feuer sind, meine Augen beschützen. Möge Sri Nrihari, der an den Gebeten Gefallen findet, die ihm von den Größten der Heiligen dargebracht werden, meine Erinnerungen beschützen. Er, der die Nase eines Löwen besitzt, beschütze meine Nase. Und möge er, dessen Gesicht der Glücksgöttin sehr lieb ist, meinen Mund beschützen. Möge Sri Narasimha, der der Kenner aller Wissenschaften ist, meinen Geschmackssinn beschützen. Möge er, dessen Gesicht schön wie der Vollmond ist, und dem Prahlad Maharaj seine Gebete darbringt, mein Gesicht beschützen. Möge Sri Narasimha meinen Hals beschützen. Er ist der Bewahrer der Erde und der Ausführende grenzenlos wunderbarer Tätigkeiten. Möge er meine Schultern beschützen. Seine Arme sind mit transzendentalen Waffen geschmückt. Möge er meine Schultern beschützen. Möge der Herr, der den Halbgöttern Segnungen erteilt, meine Hände beschützen und möge er mich von allen Seiten beschützen. Möge er, der von den vollkommenen Yogis erreicht wird, mein Herz beschützen und möge Sri Hari meine Wohnstätte beschützen. Möge er, der Brust und Bauch des großen Dämons Hiranyaksha aufgerissen hat, meine Teile beschützen und möge Sri Nrihari meinen Nabel beschützen. Brahma, der seinem Nabel entsprungen ist, bringt ihm seine Gebete dar. Möge er, auf dessen Hüften alle Universen ruhen, meine Hüften beschützen. Möge der Herr meine Genitalien beschützen. Er ist der Kenner aller Mantras und aller Mysterien, aber er selbst ist nicht sichtbar. Möge er, da der ursprüngliche Liebesgott ist, meine Schenkel beschützen. Möge er, der in Menschengestalt erscheint, meine Knie beschützen. Möge der Vernichter der Plage der Erde, der in einer Gestalt halb Mensch, halb Löwe erscheint, meine Waden beschützen. Möge der Spender des himmlischen Reichtums meine Füße beschützen. Er ist der höchste Kontrollierende in der vereinten Gestalt von Mensch und Löwe. Möge der tausendköpfige, höchste Genießer meinen Körper von allen Seiten und auf jede Weise beschützen. Möge diese grimmigste Persönlichkeit mich vom Osten her beschützen. Möge er, der den größten Helden überlegen ist, mich vom Südosten beschützen.
über den Agni den Vorsitz hat. Möge der höchste Vishnu mich vom Süden beschützen und möge diese Person von feurigem Glanze mich vom Südwesten her beschützen. Möge der Herr aller Dinge mich vom Westen her beschützen. Seine Gesichter sind überall. Daher möge er mich bitte aus dieser Richtung beschützen. Möge Shri Narasimha mich vom Nordwesten her beschützen, der von Vayu regiert wird. Und möge er, dessen Gestalt selbst der größte Schmuck ist, mich vom Norden her beschützen, wo Soma wohnt. Möge der höchst glücksverheißende Herr selbst alles Glück, der selbst alles Glück spendet, mich vom Nordosten beschützen, der Richtung des Sonnengottes. Und möge er, der der personifizierte Tod ist, mich vor der Angst vor Tod und wiederholter Geburt in dieser materiellen Welt beschützen. Dieser Narasimha Kavacha wurde von Prahlad Maharaj geschmückt, als er aus dessen Munde strömte. Ein Gottgeweihter, der ihn liest, wird von allen Sünden befreit. Was immer jemand in dieser Welt begehrt, kann er zweifellos erreichen. Man kann Wohlstand, viel Nachkommen und ein langes Leben erhalten. Wer Sieg begehrt, wird siegreich sein und wahrlich ein Eroberer werden. Er wehrt den Einfluss aller irdischen und himmlischen Planeten ab und alles, was sich dazwischen befindet. Dies ist das höchste Heilmittel gegen die giftige Wirkung von Schlangen und Skorpionen. Und die Geister der Brahma-Rakshasas und die Yakshas werden vertrieben. Man kann sich dieses höchste glücksverheißende Gebet auf den Arm schreiben oder auf ein Palmblatt, das man sich um das Handgelenk bindet. Und alle Tätigkeiten werden vollkommen sein. Wer dieses Gebet regelmäßig chantet, sei es einmal oder dreimal täglich, wird sowohl unter den Halbgöttern als auch unter den Dämonen und Menschen siegreich sein. Wer dieses Gebet reinen Herzens 32.000 Mal rezitiert, erreicht das größte Glück allen Glücks und dieser Mensch erkennt, dass materielle Genuss sowie Befreiung für ihn bereits greifbar sind. Dieser Kavaja-Mantra ist der König aller Mantras. Man erreicht durch ihn, was man sonst erreicht, indem man sich mit Asche einreibt und alle anderen Mantras chantet. Wenn man seinen Körper mit Tilak zeichnet, Ajman-Wasser zu sich nimmt und diesen Mantra dreimal chantet, wird man feststellen, dass die Furcht vor allen unglücksverheißenden Planeten verschwunden ist. Eine Person, die diesen Mantra rezitiert und dabei über Shri Narasimhadev meditiert, hat all ihre Krankheiten besiegt, einschließlich der Krankheiten des Bauches. Shri Narasimhadev brüllt laut und bringt andere zum Brüllen. Mit seinen vielen Armen zerreißt er die Dämonen und tötet sie auf diese Weise. Er ist fortwährend auf der Suche nach den dämonischen Nachkommen der Diti, sowohl auf diesem irdischen als auch auf den himmlischen Planeten, um diese zu peinigen, niederzuwerfen und zu zerschmettern. Er schreit in großem Zorn, während er die Dämonen vernichtet und in alle Richtungen schleudert. Trotzdem erhält, beschützt und ernährt er die kosmische Manifestation mit seinen zahllosen Händen. Ich weise dem Herrn, der die Gestalt eines transzendentalen Löwen angenommen hat, meine achtungsvollen Ehrbietungen. Hier endet der Shri Narasimha Kavacha, wie er von Prahlad Maharaj im Brahmanda Purana beschrieben wird. Om Shri Narasimha Kavacham Vakshye Praladinoditam Pura Sarva Raksha Karam Punyam Sarvo Patra Vanashanam Sarva Sampat Karam Chaiva Svarga Moksha Pradayakam Tyatva Narasimham Devisham Himasimha Samastitamaha Vivritasham Trinayanam Sharat Indu Samaprapam Lakshmyalingitavamangam Viputipirupashritam Chatur Pucham Komalangam Svarnakundala Shopitam Sarocha Shopito Raskam Ratnakeyura Mutritam Tapta Kanchana Sankasham Pita Nirmala Vasasam Intrati Sura Maulistaha Spuran Manikya Tiptivihi Virachita Padatvantvam Shankha Chakradi Hedipihi Garut Mata Chavinayat Stuyamana Mudam Vidam Svahrit Kamala Samvasam Kritvatu Kavacham Patet Narasimha Meshira Patu Lokarakshartha Sambhavaha
Sarva gopistam pavasaha palam rakshatu tvanim narasimha metrishau patu soma surya agni lochanaha smritam me patu nirihari murivari astuti priyaha nasam me simha nashastu mukham lakshmi mukha priyaha sarva vidyati patu narasimha rasanam mama vaktram patu induvadanam sada pralada vandidaha Narasimha patume kantam skandau pupret anantakrit divyastra shobidha puja Narasimha patume pujao karaume deva varato Narasimha patu sarvata haridayam yogi satyascha nivasam patume harihi matyam patu hiranyaksha vaksha kukshi vidarana napim me patu nirihari svanabhi pramo samstutaha Pramanta kotaya katyam yasya sau patu me katim guhyam me patu guhyanam mantranam guhya rupatrik uru mano pavaha patu chanuni nahra rupatrik change patu tarapara harta eshaunri keshari sura rachya pratapado pado me nirharishvaraha sahasra shirsa purusha patu me sarvashastanum Manokraha purvata patu mahavira krachognitaha mahavishnur dakshinetu mahajvalastu na iritaha paschime patu sarvesho dishime sarvato mukaha narasingha patu vayamyam saumyam pushana vikraha ishanyam patro patrome sarvamangala dayaka samsada pada patu mridyor mridyor nrikeshari Idam Narasimha Kavacham Prahlada Mukhamandidam Paktimanya Patenaitam Sarvapapai Pramuchyate Putravan Tanavan Loke Dirkayuru Pachayate Yam Yam Kamayate Kamam Tam Tam Prapnoti Asamshayam Sarvatra Chayam Apnoti Sarvatra Vichayi Pavet Pumi Antariksha Divyanam Krahanam Vinivaranam Vrishchikora Gashamputa Vishaparanam Param Pramarakshasa Yakshanam Durotsarana Karanam Pujeva Talapatreva Kavacham Likitam Shupam Karamule Tritam Yena Siteyuhu Karma Sitayaha Devasura Manushyasyu Svam Svam Eva Chayam Lapet Ekasantram Trisantyam Vayapaten Yato Naraha Sarvamangalam Mangalyam Puktim Muktim Javindati Dvatringshati Shahashrani Patechutatmanam Nirnam Kavachasyasya Mantrasya Mantrasidhi Prajayate Anena Mantra Rachina Kridva Pasma Pir Mantranam Tilakam Vinyaset Yastu Tasya Kraha Payam Haret Trivaram Chapamanastu Tatam Varyape Mantra Cha Prasayet yo naro mantram narasimhatyanam acharet tasyaroga pranashyanti echyashu kukshishampava garchantam garchayantam nijapucha patalam spotayantam hatantam rupyantam tapayantam divipuvi titicham kshepayantam kshipantam krantantam roshayantam dishi dishi satatam sangharantam parhantam Vikshantam Purnayantam Karanakni Karashataye Divyahisimam Namami Iti Shri Pramanda Purane Praladuktam Shri Narasimha Kavacham Sampurnam Om Ukram Viram Mahavishnum Chvalantam Sarvatomukam Narasimham Pishanam Patram Mrityor Metyum Namamyaham Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jaste Jase Avir Avir Pava Vachranakha Vachratangshtra Karmashayan Rantaya Rantaya Tamukrasa Krasa Om Svaha Abhayam Abhayam Atma Yipuyishta Om Kshraum Shri Nirsimha Jai Nirsimha Jaya Jai Nirsimha Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Pringa Khalada Hridayaladam Bhaktya Vida Vidaranam Sharat Induro Chimvande Parindavadaram Harim Shri Shri Prahlad Lakshmi Narasimha Dev Bhagavan Ki Jai. I don't have an English translation here, if you can give me one. Please. Okay, thank you.
I shall now recite the Narasingha Kavacha formerly spoken by Prahlad Maharaj. It is most pious, vanquishes all kinds of impediments, and provides one all protection. It bestows upon one all opulences and can give one elevation to the heavenly planets or liberation. One should meditate on Lord Narasimha, Lord of the universe, seated upon a golden throne. His mouth is wide open, he has three eyes, and he is as radiant as the autumn moon. He is embraced by Lakshmi Devi on his left side, and his form is the shelter of all opulences, both material and spiritual. The Lord has four arms, and his limbs are very soft. He is decorated with golden earrings, his chest is resplendent like the lotus flower, and his arms are decorated with jewel-studded ornaments. He is dressed in a spotless yellow garment, which exactly resembles molten gold. He is the original cause of existence beyond the mundane sphere. For the great demigods headed by Indra, he appears bedecked with rubies, which are blazingly effulgent. His two feet are very attractive, and he is armed with various weapons such as the conch, disc, etc. Garuda joyfully offers prayers with great reverence. Having seated Lord Narasimhadeva upon the lotus of one's heart, one should recite the following mantra. My Lord Narasimha, who protects all the planetary systems, protect my head. Although the Lord is all-pervading, he hid himself within a pillar. May he protect me, may he protect my speech and the results of my activities. May Lord Narasimha, whose eyes are the sun and fire, protect my eyes. May Lord Nirihari, who is pleased by the prayers offered by the best of sages, protect my memory. May he, who has the nose of a lion, protect my nose. And may he, whose face is very dear to the goddess of fortune, protect my mouth. May Lord Narasimha, who is the knower of all sciences, protect my sense of taste. May he, whose face is beautiful as the full moon, and who has offered prayers by Prahlad Maharaj, protect my face. May Lord Narasimha protect my throat. He is the sustainer of the earth and the performer of unlimitedly wonderful activities. May he protect my shoulders. His arms are resplendent with transcendental weapons. May he protect my shoulders. May the Lord who bestows benedictions upon the demigods protect my hands, and may he protect me from all sides. May he who is achieved by the perfect yogis protect my heart, and may Lord Hari protect my dwelling place. May he who ripped apart the chest and abdomen of the great demon Hiranyakashipu protect my waist, and may Lord Nirihari protect my navel. He is offered prayers by Lord Brahma, who has sprung from his own navel. May he on whose hips rest all the universes protect my hips. May the Lord protect my private parts. He is the knower of all mantras and mysteries, but he himself is not visible. May he who is the original Cupid protect my thighs. May he who exhibits a human-like form protect my knees. May the remover of the burden of the earth, who appears in a form which is half man and half lion, protect my calves. May the bestower of heavenly opulence protect my feet. He is a supreme controller in the form of a man and lion combined. May the thousand-headed supreme enjoyer protect my body from all sides and in all respects. May that most ferocious personality protect me from the east. May he who is superior to the greatest heroes protect me from the southeast, which is presided over by Agni. May the supreme Vishnu protect me from the south, and may that person of blazing luster protect me from the southwest. May the Lord of everything protect me from the west. His faces are everywhere. So please, may he protect me from this direction. May Lord Narasimha protect me from the northwest, which is predominated by Vayu, and may he, whose form is in itself the supreme ornament, protect me from the north, where Soma resides. May the all-auspicious Lord, who himself bestows all auspiciousness,
protect from the northeast, the direction of the sun god, and may he, who is death personified, protect me from fear of the rotation of birth and death in this material world. This Nrsingha Kavacha has been ornamented by issuing from the mouth of Prahlad Maharaj. A devotee who reads this becomes freed from all sins. Whatever one desires in this world, he can attain without doubt. One can have wealth, many sons, and a long life. He becomes victorious who desires victory, and indeed become a conqueror. He wards off the influence of all planets, earthly, heavenly, and everything in between. This is the supreme remedy for the poisonous effects of serpents and scorpions and Brahmarakshasas, ghosts and yakshas are driven away, far away. One may write this most auspicious prayer on his arm or inscribe it on a palm leaf and attach it to his wrist, and all his activities will become perfect. One may regularly chant this prayer, whether once or thrice daily. He becomes victorious, whether among demigods, demons, or human beings. One who with purified heart recites this prayer 32,000 times can attains the most auspicious of all auspicious things, and material enjoyment and liberation are already understood to be available to such a person. This Kavacha mantra is the king of all mantras. One attains by it what would be attained by anointing oneself with ashes and chanting all other mantras. Having marked one's body with tilak, taking ajman with water and reciting this mantra 3 times, one will find that the fear of all inauspicious planets is removed. That person who recites this mantra, meditating upon Lord Narasimhadev, has all of his diseases vanquished, including those of the abdomen. Lord Narasimha roars loudly and causes others to roar. With his multitudes of arms, he tears the demons asunder and kills them in this way. He is always seeking out and tormenting the demonic descendants of Diti, both on this earth planet and in the higher planets. And he throws them down and scatters them. He cries with great anger as he destroys the demons in all directions. Yet with his unlimited hands, he sustains, protects, and nourishes the cosmic manifestation. I offer my respectful obeisances to the Lord who has assumed the form of a transcendental lion. Thus ends the Narasimha Kavacha, as it is described by Prahlad Maharaj in the Brahmanda Purana. Shri Prahlad, Lakshmi, Narasimhadev, Bhagavan, Ki, Jai.